Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum weiteren Duschtest auf dem Kanal. Wir schauen uns heute wieder was von der Marke L'Oréal Man Expert an, und heute geht es weiter mit der L'Oréal Man Expert oder dem L'Oréal Man Expert Invincible Sport. Bam! Ja, ich glaube, mittlerweile haben wir jetzt echt fast alle durch. Vielleicht gibt es da noch ein, zwei draußen, aber wir haben uns schon einige angeschaut. Auch ein 5-in-1 Duschgel, also für Körper, Gesicht, Haare, Rasur, Feuchtigkeit. Müsst ihr euch meistens zu bedenken geben, dass das Ganze jetzt nicht so super ist für die einzelnen Partien, weil ich empfehle euch da eh so sensibel wie möglich für Haare, Haut, Rasur, ja, etc. etc. Aber wer so ein sportliches, schnelles Duschgel sucht, da finde ich diese L'Oréal Man Expert ganz gut. Und auch für jemanden, der eh wenig Hautprobleme hat, kaum trockene Haut, kaum gereizte Haut und sowas, kann das eigentlich auch soweit ganz gut benutzen. Ich habe es früher, wo ich noch gesünder war, auf jeden Fall auch sehr häufig benutzt. So, alles in so einem gelben Farbstil gehalten, Invincible Sport. Invincible, heißt das nicht unsichtbar? Nee, heißt doch Invincible. Oh Gott, ist das gerade peinlich. Invincible oder unsterblich? Nee, Invincible. Oh Gott, Leute, stehst du irgendwo drauf? Ja, auf jeden Fall, natürlich, ne? Unsichtbar oder unsterblich oder irgendwas anderes. Immortal, nee, Immortal ist unsterblich. Ach Gott, Leute, ist peinlich. Naja, After Sport Regeneration, also für ein Duschgel eben auch direkt für nach dem Sport zum Regenerieren, weil wir haben Kampfer drin. Kampfer weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht ganz genau, was es ist. Aber ich habe nur herausgelesen, dass es auch für die Haut reizend wirken kann, wenn man zu viel davon benutzt. Aber ich denke mal, so ist es ganz angenehm. Für nach dem Sport mit Kampfer. Erstes Duschgel auf dem Kanal mit Kampfer. Ich bin sehr gespannt. Und wir kommen zur Rückseite. So, was und wofür? Invincible Sport After Sport Regeneration Duschgel mit Kampfer. 5 in 1, haben wir ja alles schon. Was kann es? Mit Kampfer angereichert, reinigt und spendet es Feuchtigkeit nach jedem Workout. Bin ich mal gespannt. Entspannender Duft, der Körper und Geist sofort erfrischt. Bin ich auch gespannt. Okay. Oh ja, Geist erfrischen, das könnte ich jetzt gebrauchen. Ich habe jetzt so schlecht geschlafen, ey. Boah. Durchschnittsfrequenz 78. Ne? Läuft, wenn man früher immer nur 60 hatte. Hey, hey. Naja, Warnhinweis: bei Kontakt mit den Augen diese sofort gründlich ausspielen. Mach mal 250 ml, preislich auch um die 2 Euro. Bisschen drüber, bisschen drunter, irgendwie sowas in den Dreh. Geht auf jeden Fall für L'Oréal und für die Marke geht es auf jeden Fall in Ordnung. So, hergestellt bzw. vertrieben von L'Oréal Paris in Düsseldorf. Schöne Grüße an alle aus Düsseldorf. Und ursprünglich, glaube ich, ein französisches Unternehmen. So, Leute, ja, dann schauen wir mal, was ToxFox dazu sagt. Und wie üblich kennt ToxFox dieses Produkt natürlich nicht. Und Yuka gibt den ganzen 68 von 100 Punkten, was ziemlich gut für Yuka-Verhältnisse ist. War ich ein bisschen überrascht, weil es eigentlich ähnliche Inhaltsstoffe hat wie die meisten anderen Duschgel, außer jetzt das Kampfer. Das ist für mich das, was am meisten eigentlich Abwechslung mit reinbringt. So, deshalb kommen wir jetzt auch direkt zu den Inhaltsstoffen. Und falls ihr es kennt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Und wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich an und kommen zu meiner Gesundheitsnote. Wir haben als Hauptinhaltsstoff Wasser. Ist doch schon mal gut, dass Wasser die Basis ist. Dann haben wir Natrium-Lauretsulfat. Ja, die Hassliebe. Reinigt gut, aber reizt auch gut. So kann man es schon sagen. Dann Glycerin für die Feuchtigkeit, Natriumchlorid für den pH-Wert, Kokosbetain auch nochmal schaumbildend und reinigend, ein bisschen sanft auf jeden Fall als Natriumlauretsulfat. Dann haben wir Pentylenglykol, Parfum als Duftstoff, ein Pfefferminzextrakt, ganz interessant. Dann haben wir Kampfer, auch wirklich sehr interessant, hatten wir noch nie drin, ich bin da gespannt, ob es da einen Unterschied gibt. Dann Zitronensäure für den pH-Wert, Natriumhydroxid auch für den pH-Wert, Alpha-Isomethylionone, auch ein Inhaltsstoff. Dann Kumarin, Eugenol, Hexyl, Zimtaldehyd und Limonen als Duftstoffe, aber können auch eben, sind auch Allergene. Und Natriumbenzoat. Ja, kann auch ziemlich reizend wirken. Ja, das sind die Inhaltsstoffe an sich. Ja, ich würde es als gutes Durchschnittsduschgel beschreiben. Jetzt nicht sonderlich gut für die Haut, aber jetzt auch nicht mega schlecht für die Haut. 68 finde ich okay bewertet. Von mir gibt es als Gesundheitsnote am Ende eine 2-, also ich gehe da vielleicht noch ein bisschen drunter. Aber ja, ich werde mich jetzt damit duschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir duften mal noch kurz dran. Oh, das gibt mir so Sauna-Vibes, wie wenn du in der Sauna bist und da ist gerade so ein bestimmter Zirbenholz. So ein bisschen in so eine Richtung. Aber auch wie so ein Getränke. Ja, erinnert mich an verschiedene Sachen, aber interessant. Also genau so ein Duschgel hatten wir noch nicht, vom Duft auch her und so von mit dem Kampfer und sowas. Deshalb bin ich gespannt. Ich dusche mich jetzt damit und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Ciao, ciao. So, da bin ich wieder frisch geduscht und ich muss sagen, es ist angenehm. Angenehmes Duschgefühl, klassisch L'Oréal Man Expert, passt zu den Inhaltsstoffen. Und was halt heraussticht, ist dieser Kampfer. Wie heißt es nochmal? Ja, Kampfer. Dieser Kampfergeruch, dieses Kampfergefühl ist erfrischend,
Energie bringend, so zumindest vom Placebo-Effekt her. Ja, ist angenehm. Duschgefühl, Duschnote gibt es eine 1-. Gibt es wenig, wo ich dran aussetzen kann. Eigentlich jetzt rein so vom Duschgefühl, vom Geruch, den man dabei hat und sowas. Sehr angenehm. Das auf jeden Fall. Gesundheitsnote 2-. Das war es mit dem L'Oreal Man Expert Invincible Sport. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es kennt, wie ihr es findet. Und ansonsten sehen wir uns morgen Mittag wieder bei einem Buchtest. Ich freue mich natürlich immer bei Buchtests und Dufttests. Ja, bleibt immer schön happy, bleibt immer schön gesund und bis morgen Mittag. Ciao, ciao.